Wahlzettel ganz schrecklich ist. Das Schlimmste wäre, im Parlament zu Ende. Gar nichts. Es gibt zurzeit keinen Ort, wo man weniger bewirken kann mit der Kraft. Das wäre wirklich ein Ding. Aber mal gucken, wählen lasse ich mich trotzdem. Mit Temperatur. Nur auf der Straße kann man was erreichen. Ganz genau. Man muss aber auch lernen, die Bürger wieder die Macht übernehmen. Auch im Parlament. Wir müssen gewaltig darum ändern, dass wir da... Nicht gewaltig, sondern wir müssen gut darum ändern, dass wieder dass Bürgerinitiativen möglich werden, Bürgerabstimmungen möglich werden. In der Schweiz, sie haben einen unwahrscheinlichen Vorteil durch die Möglichkeit der Volksabstimmung. Wir müssen, bei uns ist halt der Punkt nicht die Volksabstimmung, sondern Hartz IV. Leider Gottes ist das auch ein Adernspiel. Die anderen zu überzeugen, dass Grundeinkommen wichtig ist, ist ein bisschen schwierig. Aber an Hartz IV, da brechen wirklich alle Menschenrechte vollständig. Und da muss man nicht dran arbeiten. Ich bin heute nicht so ganz in der Verfassung für Großansprache, ich nehme mal wieder auf. Ich merke das jetzt. Wir sind Leute. Ich wollte das gerade auch schon hier auf jeden Fall einen Applaus. Wie sieht es aus, wie sieht es denn aus? Ist die Zeit auch ein bisschen schlecht, oder? 45. Hungertag, das ist das eine. Aus politischen Gründen, muss ich deutlich sagen. Meine Fraktion ist eigentlich keine Hartz-IV-Fraktion, das Jobcenter-Verweis von vornherein, dass es aus politischen Gründen ist. Ich habe einen anderen Arbeitsbegriff, ich werde deswegen sanktioniert. Ich lese jetzt symbolisch, aber man kann nicht. Ach, das heißt doch Information nötig, der Mann hat Hunger. So hat es. Nehme ich auch. Knapp an. Ich bin nicht auf der Verlierergruppe. Wir haben ein vorzügliches Gutachten, das jetzt in zwei Verfahren zugrunde liegt. Ein Gutachten zur Haftungsfähigkeit von Hartz IV. Die Richter haben sehr wenig was zu leisten haben. Und dieses Gutachten liegt auch in meinem Widerspruchsverfahren im Jobcenter selbst jetzt. Und von daher ist es wirklich jetzt, ich würde mal sagen, das Gleichgewicht des Schreckens. Also wir sind beide an der Vernichtung. Ich bin meinen 50 Tagen Hunger, die ja noch länger verzögert werden können und das Jobcenter auf der anderen Seite auch. Wenn die da irgendwie drauf eingehen, und das müssen sie, haben wir nicht hier ein Problem. Ich bin total gespannt, was daraus wird. Auf der anderen Seite habe ich einen Antrag gemacht, Aufschieben in Erwägung zu bekommen. Das heißt, dass der Richter sagt, ich kriege so lange essen, bis die Sache auch gelaufen ist im Gericht, weil das dauert etwas Zeit lang. Und dieser Antrag ist gerade in der Schwebe. Er ist in Bearbeitung. Das ist ein Eilantrag, der läuft jetzt seit, ich glaube, 14 Tagen fast. Das ist sehr schwer für den Richter, das zu beurteilen. Deswegen bin ich jetzt auch mal nur an und mache keine weitere Aktion, weil ich sehen möchte, wie der Richter da entscheidet. Ich möchte nicht den Richter zu viel Druck machen und nicht vorentscheiden mit Aktionen. Und nur, dass man das weiß, ich denke, dass wir in naher Zukunft richtig schöne, entweder der Richter geht mit dem Stadt, das wäre ein Schritt, weil er anerkennt, in dem Moment, wo den Stadt geht, dass ich was zu essen bekomme. Dass die Überprüfung ankommt, Hartz IV eine richtige Sache ist. Sonst kann er mir das nicht anerkennen. Das ist die eine Sache. Wenn er es nicht anerkennt, machen wir wirklich Rabatz. Dann ist aus meiner Sicht der Rechtsweg vollständig ausgeschafft. Ab da gibt es dann andere Wege, ich will mal sagen, Hartz IV außer Kraft zu setzen und was damit zu verändern. Nur in dem Bereich der Zielsicherung, wenn man das Mikrofon hat, dann kommt das auch zum Ende. Und